Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Ich habe mich offscreen nochmal bezüglich des Eis informiert und ich würde mal sagen, wir machen erst nochmal ein paar Kämpfe. Ich werde dann so offscreen so einen Timer ablaufen lassen und dann in der nächsten Folge werden wir das dann in Angriff nehmen. Aber in dieser Folge möchte ich gerne noch bis Kampf, sagen wir mal, 12 machen und 11 dann. Beziehungsweise, ja doch, bis 11, 12 rum. Und dann würde ich in der nächsten Folge dann meinen Wunsch auf die Farbe machen wollen. Falls das funktioniert. Wir werden sehen. Wird bestimmt einige Anlaufe brauchen. Aber erstmal mussten wir da zurück zu unserem Zimmer. Da ist auch wieder so ein Steigei-Gedöns. Wo ist denn unser Zimmer? Da ist ein Speicherpunkt. Hier ist unser Zimmer. Okay. Bin ich mal gespannt. So, automatisches Registrierungssystem. Was möchtest du tun? Ich möchte gerne einen Rangkampf machen. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 14. Du kämpfst gegen die Banditenbande. Im folgenden Kampf solltest du deinen Partner nicht wechseln. Vertraue dem Partner, für den du dich anfänglich entschieden hast. Etwas beängstigend, oder? Zeig mir einen guten Kampf. Okay. Also, Gumprina, es ist deine Aufgabe, das zu meistern. Just saying. Okay, ich folge dir. Auf Schritt und Tritt. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die flinken Vollstrecker, die Banditenbande. Also los, Mario, wir schaffen das. Definitiv. Mit unserem Tempo könnte niemand Schritt halten. Let's fight. Das werden wir ja sehen. Du darfst den Partner nicht wechseln, okay. Aber ich möchte zuerst scannen. Das ist ein Bandit. Bei seinem Angriff steht er dir Münzen. Maximale KP 5, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Du kannst den Diebstahl verhindern, wenn deine Verteidigung stimmt. Schau dir sein lämmerndes Gesicht an, wenn deine Verteidigung gepasst hat. Ansonsten bekommst du deine Münzen zurück, wenn du ihn gleich vor Ort besiegst. Das ist doch praktisch. So. Ja, komm, mach mal einen normalen Sprung. No. Gott, die machen Schaden. Hier kommt Scanner und dann den großen Bandit. Das ist ein großer Bandit, aber auch große Banditen sind nur Banditen. Maximale KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Große Banditen stehen übrigens nicht nur Münzen, sondern auch Items. Du kannst den Diebstahl verhindern, wenn deine Verteidigung stimmt. Sonst musst du die Banditen schnell besiegen oder sie verschwinden mit deinem Diebesgut. Also, ich glaube, hier werde ich nicht kontern. Dann ganz normal blocken. Nein, mein Mysterium, no. Ich glaube, jetzt mache ich mal eine Stampfattacke. Und dann Kopfnuss. Ich muss mich nach dem Kampf erstmal heilen.
Nein, ich versuche zu kontern, aber das funktioniert nicht. Es ist nicht, dürfte keine Sternkraft einsetzen, ne? Nein, ich habe so früh gedrückt. Oh Mensch. Was für eine Verschwendung. Was ist los mit mir? Nein, ey. Belasto. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Das wäre ein Kinderspiel. Naja, meine Items sind dafür jetzt weg. Bitte, deine Gage, exakt 10 Münzen. Danke. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lasse dich jetzt alleine, also man sieht sich. Übrigens, in der Bar draußen trifft man gelegentlich diese wunderschöne Frau. Sie mag Saft, ich mag Saft, wir haben schon echt viel gemeinsam. Du solltest unbedingt mal rübergehen und sie dir anschauen. Erstmal ruhe ich mich aus, ich mache heute Kämpfe. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 13. Du kämpfst gegen Piranha und Co. Im folgenden Kampf solltest du deinen Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen. Ich bin danach mit meiner Freundin verabredet, nimm also etwas Rücksicht und zeig mir einen guten Kampf. Bomber, dein Kampf beginnt, folge mir. Yep. Dann schauen wir doch mal, ob wir das auch in 5 Runden schaffen. Ich hasse Zeitdruck und sonstige Drucksachen. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomba Luigi und die lebensgefährlichen Piranha und Co. Wir lassen uns niemals besiegen. Die werden wir es zeigen. Let's. Alter. Ich glaube, die sind auch alle gescannt, ne? Ja, sind sie auch. Dann mache ich erstmal dich weg. Und hier können wir auch schon mal Schaden zufügen. Und rum. Ja, das kann ich kontern. Oh nein. Tut mir leid. Ah, Mist. Weißt du was? Dann mach du schon mal eine Show-Einlage. Damit sich unsere Sternkraft wieder auffüllt. Und du machst den Hammer. Na, war doch gar nicht so schwer. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. So geht das. Definitiv. Bereit für den nächsten Kampf. Bitte, deine Gage. Exakt 12 Münzen. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lasse dich jetzt alleine, also man sieht sich.
Weißt du, ich werde mich langsam zur Ruhe setzen. Weiter komme ich eh nicht. Der nächste Kampf wird mein letzter sein. Ein bisschen traurig bin ich ja schon, aber so ist es nun mal. Du gefällst mir, also vergiss den alten Marono nicht. Warte, hier kann ich doch auch die Rangliste angucken, ne? Nicht, dass ich zu viel mache. Oh, ja, doch schneller als erwartet. Hallo Bomber, du möchtest dich erst zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 12. Du kämpfst gegen die Hypersteine. Im folgenden Kampf solltest du keine BP verbrauchen. Ich möchte sehen, wie du mit einfachen Mitteln im Kampf zurechtkommst. Zeig mir einen guten Kampf. Oh Gott, oh Gott. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die stolze Spezialeinheit, die Hypersteiner. Wir lassen uns niemals besiegen. Den schlagen wir in Hand umdrehen. Let's weiter. Das ist nicht, ich darf meine Sternkraft nicht einsetzen. Mach ja keinen Schaden. Das ist ein Hyperkarl, ein Steinmonster genauso wie Kirk und Karl Kirk. Maximal KP 3, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Wenn sie sich aufladen, bringt ihr nächster Angriff sogar 8 Schadenpunkte. Hyperkarls haben zwar nur wenig KP, aber dafür sind sie hart und immun gegen Feuer. Am besten greifst du sie wohl mit Items an, bevor sie sich aufladen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich denn noch Items? Ich kann machen. Alle Gegner 3. Okay. Tapfer von Eisenhauch. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. So geht das. Definitiv. Die Kämpfe gehen doch schneller als erwartet. Bitte deine Gage. 12 Münzen. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lasse dich jetzt alleine, also man sieht sich. Oh, ich vermisse unseren Cooper. Die Bombler können wir noch machen und da würde ich mal sagen, mache ich dann einen Cut. Da mache ich Osqueen alles andere und dann. Oder wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach. Wir holen uns jetzt das Ei. Dann holen wir uns jetzt das Ei. Dann werde ich hier onscreen warten und das dann einfach dementsprechend einmal rausschneiden.
So muss man eh da hochfliegen. Wie bitte? Du weigerst dich, verspeist zu werden? Das ist ja sowas von süß. Was meinst du dazu, Mario? Soll man ihm helfen? Ja. Genau, lassen wir das arme Ding doch einfach in Ruhe. Mein lieber Herr Hotdog-Verkäufer, es sieht ganz so aus, als wollte das Ei hier nicht verwurstet werden. So dringend wird es doch auch gar nicht benötigt, oder? Ist schon gut. So ein herumhüpfendes Ei mag ohnehin niemand essen. Geh, wohin du willst, Kleiner. Also, mach's gut. Was? Was willst du? Du willst mit uns mitkommen? Was meinst du tatsächlich? Was soll man tun, Mario? Komm mitkommen. Du hast Glück gehabt, du kleines buntes Ei. Aber geh uns nicht auf die Nerven. Hey Siri, stell den Timer auf 16 Minuten. So, dann machen wir noch den einen Kampf. Und dann würde ich mal sagen, mache ich einen kleinen Cut. Und da schneid es raus. Ihr werdet es sehen, wie ich es handhabe. Hey Bomba, wie geht es dir? Ich habe einige hochinteressante Dinge herausgefunden. Hast du schon mal etwas über den 7 Mysterien der Arena gehört? Über diese Arena kursieren viele Gerüchte, aber einige sind besonders rätselhaft. Diese 7 Mysterien. Mich hat das Sprint interessiert, also habe ich mich hier etwas umgesehen. Was meinst du, möchtest du etwas über die 7 Mysterien hören? Vielleicht ein andermal, wenn ich nicht in Zeit bin. Eines Tages werde ich diese 7 Mysterien aufklären. Falls es dich doch interessiert, kannst du mich jederzeit fragen. Rangendesten Kampf. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auch Rang 11. Du kämpfst gegen die Bomber. Im folgenden Kampf solltest du keine Hammerattacke benutzen. Ich bin gespannt, wie du dich ohne Waffen schlägst. Zeige mir einen guten Kampf. Und meine Sternkraft. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallkämpfer Bomba Luigi und die Hochexplosiven, die Bomber. Also los, Mario, wir schaffen das. Also los, Bomber. Let's fight. Oder auch nicht, ist mir egal. Komm, mach mal eine ganz normale Sprungattacke. Nice. Mal eins besiegt. So, und dann einmal scannen. Das ist ein Bonbon. Bonbons sind im Kampf sehr temperamentvoll. Maximale KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Nehmen sie Schaden, werden Bonbons sehr ärgerlich. So ärgerlich, dass sie vor deinen Augen explodieren. Der Schaden ist hier enorm. Wenn sie sauer sind, explodieren sie sehr schnell. Dann besser nicht springen. Hammer- und Panzerattacken oder Angriffe mit Items sind dann eine kluge Idee. Ich frage mich nur, wie die Bonbons Kämpfe gewinnen, wenn sie sofort explodieren. Oh.
dann machen wir doch mal einen ganz normalen Sprung. Und dann würde ich mal sagen, wechseln wir mal auf Kupio. Und setzen einen Powerpanzer ein. Easy GG. Und der Gewinner ist Bombaluigi. Geschafft, Mario. Bitte deine Gage. 12 Münzen. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lasse dich jetzt alleine, also man sieht sich. Entschuldigung. Ganz schön einsam hier, seitdem Marono weg ist. Ein Schwächling weniger. Kein Grund zu jammern. Er hat sich wohl überanstrengt. Also das hier ist deine Garderobe. Du beginnst in der zweiten Liga. Und wenn es dir hier nicht gefällt, solltest du schnell die erste Liga aufsteigen. Wenn du bereits im Kampf bist, melde dich an diesen Computer. Gegen wen du antrittst, entscheidet der Chef. Tu das nicht ablehnen. Probier es doch gleich. Geh zum Computer und logge dich mit A ein. Wähle dann Ranglistenkampf. Geh zum Computer, schnell. Hörst du schwer? Hallo Flap. Super, dass du es gleich versuchst. Ich wusste doch, du hast Kampfgeist. Deinen ersten Kampf wirst du dir mit den Goomba-Brüdern liefern. Ganz easy, glaube mir. Zeig dem Publikum einen knackigen Kampf. Und sorge für Stimmung. Zeig im Kampf einen dreifachen Salto. Die übrigen Regeln wird dir Totskofer erklären. Also, good luck. Du wirst also kämpfen. Warte hier, bis du abgeholt wirst. Sieger ist derjenige, der zuerst die KP des gegnerischen Teams auf Null bringt. Aber es ist nicht... Dabei ist reicht nicht zu siegen. Du musst die Auflagen im Kampf genau einhalten. Also musst du diesmal dem Publikum mindestens einen Dreifachsalto zeigen. Schaffst du das, steigst du im Rang auf und bekommst im nächsten Kampf einen hochrangigen Gegner. Bist du bis Rang 11 aufgestiegen, bekommst du die Chance, in die erste Liga zu wechseln. Das wäre vorerst alles. Hast du alles verstanden? Also gut, warte hier, bis du abgeholt wirst. Hallo, ich bin Flap, nett euch kennenzulernen. Kämpfer Flap, dein Kampf beginnt, folge mir. Du wirst abgeholt. Also dann viel Glück. Oh Junge, ich bin aufgeregt. Blapp, blapp, blapp. Weil in dieser Folge den besseren Hammer kriegen? Beziehungsweise in diesem Kapitel? Ich bin gespannt. Was sagt mein Timer? 8 Minuten? Dann holen wir schon mal wieder Bumprina raus. Und dann gehen wir schon mal in den nächsten Kampf rein. Hallo Bomber, du möchtest dich dazu zum Kampf anmelden? Hehehe, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 10. Du kämpfst gegen die Stahlbrüder. So ist es, du trittst zum ersten Mal gegen einen Erstlings-Liga-Typen an. Enttäusche mich nicht, gib dein Bestes. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Partnerfähigkeit einsetzen, kapiert? Das Publikum steht auf Teamwork. Du darfst man mit seinem Mitstreiter nicht hinterm Berg halten. Zeig uns, dass du mehr als ein langweiliger Einzelkämpfer bist. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Kommen wir zum Hauptevent dieses Abends. Bombaluigi, derzeit auf Rang 11, versucht erbittert in die erste Liga aufzusteigen. Hier nun seine Chance, die auf Rang 10 platzierten Stahlbrüder. Begrüßen wir nun den bärtigen Barbaren Bombaluigi.
Bomba-Luigi, wie ist deine heutige Kondition? Super. Oh yeah. Okay, an Motivation fehlt es ihm scheinbar nicht. Oh Leute. Diese Stacheln gibt's ihnen. Bedrohliche Gegner. Ich zitiere, der Kerl ist für uns nur ein kleiner Fisch. Ein Wurm. Plankton. Oder ein Pantoffeltierchen, wie du sollte zu Hause bei seinen Videospielen bleiben. Und du Spross einer Gnomen, Wurzel, Zwerg, Staub, Korn. Und so weiter und so fort. Du wirst es nicht nochmal wagen, uns herauszufordern. Aus dir, Milchbart, machen wir Hackfleisch mit Püree. Hörst du? Dein letztes Stündchen hat geschlagen, du Hochstapler. Hast du kapiert? Na gut, du bereust noch früh genug, dass du uns hergefordert hast. Ich meine natürlich herausgefordert. Ich bin heute neben der Spur. Ja, aber das siehst du doch bestimmt an meinen Augen, dass ich so viel getrunken habe. Diese Stahlhakenkörper mit dem alldurchdringenden Stacheln sind unbesiegbar. Du kannst machen, was du willst. Es wird alles umsonst sein. Schau dir die Sonne nochmal an. Vielleicht siehst du sie das letzte Mal. Let's fight. Wir müssen gewinnen. Das sichert uns unseren Platz in der ersten Liga. Wir müssen alles geben. Keine Chance. Ihr werdet schon sehen, was der Chef im Ring ist. Wer der Chef im Ring ist. Okay, dann würde ich mal sagen, kannst du ja schon mal deine Technik machen. Das ist ein Stahlkirk. Maximale KP 6, Angriffskraft 4, Verteidigung. Fragezeichen? Unbekannt! Was soll das? Hier steht, viele Attacken wirken überhaupt nicht. Nichts ist so hart wie ein Stahlkirk und Attacken verpuffen einfach. Also sollen wir die beiden wohl gegeneinander stoßen? Fliegen wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Noch nicht ganz, mein Timer ist ja noch nicht abgelaufen. 4 Minuten. Wir können ja einfach mal so draufhauen. Guck mal, da hinten ist Luigi. Jetzt kommt dann vielleicht nichts. Oh, 4 Schaden, Halleluja. Wir können den höchstwahrscheinlich mit den Sternpunkten besiegen. Ich auch nicht. Na gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns in 4 Minuten wieder. Bis gleich, yo. So, da sind wir auch wieder. Ich habe noch kurz den grünen Stahlkirk eingescannt, der wegen seiner grünen Schuhe seine eigene Scan brauchte. Da kam das gleiche halt eben wie bei dem roten Schuh, nur dass da hieß, das ist wohl der kleine Bruder. So, der Timer ist abgelaufen, deswegen würde ich mal sagen, flüchten wir und gucken mal, ob wir jetzt meinen Wunsch-Yoshi-Farbe bekommen haben. Wir haben ein Ergebnis. Sieg für die Stahlbrüder. Hast du jetzt kapiert, dass du uns nicht gewachsen bist? Wir stehen dir jederzeit zur Verfügung. Aber lerne erst zu kämpfen, bevor du wieder kommst. Bitte deine Gage. Eine Münze. Du bleibst auf Rang 11, weil du den Kampf verloren hast. Ich lasse dich jetzt alleine, also man sieht sich. Und. Oh, wo ist denn eigentlich dieses Ei hin? Ich kann es nirgendwo mehr entdecken. Hey Leute! Und das ist also Bomba. Ohne dich wäre ich nie heil aus diesem Ei rausgekommen. Danke, Kumpel. Ich danke.
Was, du bist aus diesem Ei geschlüpft? So eine Überraschung. Details interessieren jetzt nicht. Wichtig ist doch, ihr wollt also Champion werden und das Sternjuwel bekommen, richtig? Und weil du mich gerettet hast, helfe ich dir beim Kampf. Ich verschlinge sozusagen gegen Gegner. Mach dir also keine Sorgen mehr. Was, wie ich heiße? Ach so, naja, ich bin gerade erst geschlüpft. Du darfst mir also einen Namen geben. Aber einen coolen, klar? Na, ich glaube, das reicht nicht. Sorry, Ellie, ich muss dir einen Y klauen. Ellie Birdo? Klingt ganz passabel. Kein schlechter Geschmack. Der Name ist in Ordnung. Also, Bomber, wir werden uns bestimmt super verstehen. Der Mini-Yoshi Ellie Birdo gehört jetzt zum Team. Der Mini-Yoshi hat folgende Fähigkeiten. Mit X kannst du auf ihm reiten. Wenn du den Mini-Yoshi reitest, bist du schneller als sonst. Mit Hilfe von L kannst du ihn steuern. Yay! Wenn du auf springst und A gedrückt hältst, kannst du kurz zerfliegen und so auch Abgründe überwinden. Wenn du vom X Yoshi absteigen möchtest, drücke X. Damit endet die Einführung. Ja, das krieg ich hin. Im Kampf greift der Gegner mit Stampfattacken an und springt mehrmals auf ihn. Um mit Saugmatz verschlingt er einen Gegner und spuckt ihn gegen andere Gegner. Ich möchte mal kurz gucken, ob ich gegebenenfalls jetzt zu diesem... Insignia komme. Du weißt also nicht, wer hier reingekommen ist. So ist es, Totskova. Ich habe Geräusche gehört, die aus diesem Zimmer kamen. Okay, überlass das mir und geh zurück an deinen Platz. Und sprich mit niemandem darüber. Du, was hast du ja denn verloren? Halte dich fern von Orten, an denen du nichts zu suchen hast. Wenn ihr nicht geheimnisvoll rüberkommen wollt, dann spricht nun mal. Just saying. Mit dir rede ich in der nächsten Folge. Jetzt habe ich ja meine Lieblings-Yoshi-Farbe. Die Maus ist hier, also kann es schon mal nicht die Maus sein. So, erst einmal speichern. Nee, so komme ich auch nicht ran. Okay, never mind. So schnell kann's gehen. Okay, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin, tüdelü.